Herzlich willkommen bei Backpackers Guide to the World. Heute geht es um den Panama-Kanal und in diesem Sinne erstmal Happy Birthday Panama-Kanal, denn dieser wurde am 14. August 1914 das erste Mal in Betrieb genommen und ist deshalb ganze 100 Jahre alt geworden. Innerhalb einer meiner Reisen habe ich Panama City und dabei auch die Miraflores-Aussichtsplattform vom Panama-Kanal besucht und dachte, dass deshalb wegen dem Jubiläum ein Video über den Panama-Kanal jetzt gut passt. Als ich dort war, war gerade ein riesiges Containerschiff, die MSC Kyoto, dabei, den Kanal zu überqueren. Hier ist gerade eine der zwei Miraflores-Schleusen zu sehen. Diese Schleusen sind nötig, da sich der Wasserspiegel von Atlantik und Pazifik um mindestens 13 Meter unterscheidet. Sobald der korrekte Wasserstand erreicht ist, klappen zuerst die Geländer der Schleusenklappen nach unten. Dann öffnen diese sich langsam. Da das jetzt ein bisschen dauert, wollte ich noch kurz was dazu sagen, wie ich eigentlich dorthin gekommen bin. Von Panama City aus fahren mehrere Busse zu Miraflores. Es ist relativ leicht zu finden, wenn man Spanisch kann. Mit Englisch würde ich auch behaupten, dass man weiterkommt. Fragt doch am besten in eurem Hostel nach. Die können euch bestimmt den Weg zur nächsten Bushaltestelle bzw. die Busnummer sagen. Auch die Fahrt mit einem Taxi ist möglich, aber deutlich teurer. Es gibt dort eine Aussichtsplattform, von der ich auch gefilmt habe. Diese kostet allerdings Eintritt, ist aber für Studenten etwas ermäßigt und hat noch ein kleines Museum sowie ein Kino dabei. Außerdem wird in mehreren Sprachen erklärt, was gerade passiert, und das ist ziemlich interessant. Und schon setzt sich das Schiff in Bewegung. Hier ist es so, dass der Schiffsmotor nicht benutzt wird, sondern das Schiff von den Loks gezogen wird. Wie man sieht, ist die ganze Besatzung an Bord und winkt den ganzen Zuschauern. Ich hoffe, das Video war etwas informativ und ich konnte einen Einblick geben, was euch am Panama-Kanal erwarten kann. Natürlich ist der gesamte Panama-Kanal wesentlich länger und es gibt natürlich mehrere Punkte, an denen man den Panama-Kanal sehen kann. Dies war einer davon. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mal auf meinem Kanal vorbeischaust oder mir einen Daumen hoch gibst.